Jeder liebt ja Aufmerksamkeit und besonders Kinder lieben es, wenn sie Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommen. Und mein Sohn hat letztens zu mir gesagt: Mama, kann ich Klavier spielen und kannst du bitte mich beobachten? Kannst du zuschauen? Und ich so: Ja, klar, super, sehr gerne. Also hat er sich hingesetzt, hat seinen Einführungskurs gemacht, also der ist integriert im kostenlosen Anfängerkurs, macht da gerade das Blatt 2 mit der rechten und mit der linken Hand einzeln und dann macht er das da einfach durch und ist einfach so happy, dass es funktioniert und so stolz und freut sich einfach auch auf ein Lob von mir und das ist einfach toll. Ja, das ist so diese Mama-Kind-Zeit zusammen und ja, das ist, ich kenne das auch von einer Klavierschülerin, die eben jünger ist und da sagen die Eltern auch, wenn das Kind übt, dann ist es echt gut, wenn ein Elternteil einfach nur zuhört, einfach nur da ist, im Raum ist und nicht als Kontrolleur, sondern einfach so, ja, als Lober, ne? Oder als Anerkennungsgeber, weil es einfach schön ist, dass man, oder dass man, dass das Kind sieht so, oder dass die Eltern vielleicht auch sehen, ja, jetzt übt mein Kind, ne? Weil manche sagen ja immer, ach, das übt gar nicht. Und dann sagen meine Schüler haben oft früher, also im Präsenzunterricht damals noch, so gesagt, ja, meine Eltern kriegen das gar nicht mit, weil sie gerade einkaufen sind oder weil sie gerade nicht da sind oder sonst irgendwas. Ja, und das ist schon schön, wenn die Eltern das mitbekommen und auch die Erfolgsschritte eben sehen, ne? Dass man sagt, was, nur fünfmal durchgespielt und es geht jetzt schon, ist ja krass. Ja, das ist schon toll. Und wenn sie dann eben auch das filmen können und dann ja, als Hausaufgabe schicken, das sind die dann auch mega stolz drauf, wenn das eben klappt. Und ja, genau, weil viele Eltern, könnte ich mir vorstellen, denken vielleicht, ach ja, das Kind spielt jetzt mal Klavier, dann kann ich jetzt mal die Wäsche machen oder kann irgendwie, ne, macht es da mal so sein Ding. Aber nein, die Kinder mögen es, wenn jemand zuhört, aktiv zuhört und nicht nur so irgendwie, ja, so im Hintergrund oder sowas. Das geht auch natürlich. Also wenn dann mal so ein gewisser Grad da ist von Können, dann geht es auch. Dann üben die auch selbstständig. Aber es ist schon immer gut, wenn man sie auch daran erinnert. So, wenn man wirklich sagt, hey, komm, hast du mal wieder Bock? Ah ja, stimmt, Klavier. Ja, Klavier ja noch da. Ja, cool. Na, oder so kurz vorm Bett gehen. Ah, wollen wir noch eine Runde Klavier spielen? Na klar, länger aufbleiben. Ha, immer gerne, ne? Also das zieht richtig gut bei uns. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie das absichtlich mache oder so denke, so, ja, ich drill jetzt hier mein Kind. Nee, überhaupt nicht. Also ich bin eher diejenige, die es öfter vergisst, als dass ich sage, dass ich dran denke. genau. Ja, aber oft kommt eben auch das vom Kind alleine und das ist auch ein Zeichen davon, dass das Kind gerade Aufmerksamkeit braucht. Das ist so wie wenn das Kind kommt und will kuscheln oder einfach, ne? Oder es schreit laut rum, kriegt ja dann auch Aufmerksamkeit. Ist halt eine negative Aufmerksamkeit. Aber ja, es ist Aufmerksamkeit. Und wenn es positive Aufmerksamkeit bekommt, dadurch, dass es Klavier spielt, ist es doch viel besser, viel sinnvoller und ja, da lobt man doch sein Kind gerne und ist auch stolz, finde ich, wenn es das hinbekommt. Und ja, und was auch cool ist, wenn man es einfach auch mal ausprobiert als Erwachsener, wenn man sagt so, was machst du da? Und dann selber sagt, boah, was, echt jetzt? So, das Kind, ja, habe ich auch schon erlebt, weil manche Eltern, ja, ist doch einfach. Und dann spiel mal, ja, bitte, spiel doch mal. Und dann so, okay, krass, oh, ja klar, die Kinder haben das natürlich dann schon ein paar Mal öfter geübt und gemacht und die Eltern so, hä? Was jetzt? Aber es würde auch funktionieren, natürlich. Wenn man das übt, das geht so schnell, aber das geht auch wirklich als Erwachsener. Es geht auch Ü50, sage ich immer. Das ist so immer diese Ausrede von manchen älteren Leuten so oder Ü60, die dann sagen, ja, aber die Kinder lernen ja schneller. Ja, also Kinder haben noch nicht so viel Lebenserfahrung. Und wenn die Lebenserfahrung, also die spielt da auch richtig krass mit. Also ich weiß nicht, das ist total krass. Ich finde so Kinder so ab 8 oder ja 6, also ich würde es eher so empfehlen ab 9, 11. Also ich habe mit 11 Jahren Klavierspielen angefangen. Die lernen, also so ab, na sagen wir mal so, die 6-Jährigen lernen langsam Klavierspielen, finde ich. Und die Ü60 auch so. Vielleicht, also so langsam
ja, so ähnlich, ne? So langsam, man kommt aber vorwärts und hat Erfolge. Das ist das Tolle. Und so quasi, das ist wie so eine Kurve, ne? So hier, irgendwie so. Ne? Unten und oben. Also so mit, ich sag mal, so 19, 20, 30-Jährigen, so die, da geht es richtig schnell ab, weil die Lebenserfahrung auch da ist, weil so irgendwie schon mal was vielleicht gemacht mit den Fingern, vielleicht sogar schon mal ein Instrument vorher gemacht, Gitarre oder sonst irgendwas. Ja, natürlich gibt es Ausnahmen, wie überall, aber so, das ist jetzt so meine Erfahrung und ja, mit 11 Jahren ist es auch schon richtig gut. Also ein gutes Alter, um anzufangen und mit 60 ist es trotzdem immer noch super, wenn man anfängt, weil ja, man hat einfach mehr Zeit, man kann sich besser einteilen und also mehr Zeit, ich will jetzt nicht behaupten, dass wenn jetzt alle 60-Jährigen, nein, ich habe aber nicht mehr Zeit, ich muss den Hund ausführen, muss mich um meine Mutter kümmern und ich muss das, ich habe das ja gerade alles erlebt, ja. Also und bin in dem Verein und da Garten und hier und ich habe keine Zeit. Nee, es findet sich immer Zeit, aber es ist irgendwie anders natürlich, als wenn man jetzt 30 ist, noch kleine Kinder hat. Selbst da geht's. Also Ausreden gibt es immer, aber wenn man es machen möchte, dann findet sich immer eine freie Minute, um zu spielen. Wenn man da, wenn man brennt, wenn man Feuer hat, dann ja, dann funktioniert es auch. Und das mit dem Lernkonzept funktioniert es eh. Also das, es ist wirklich so einfach. Also hol dir den kostenlosen Anfängerkurs oder mach bei der Challenge mit. Du wirst dann wissen, von was ich rede. Und ja, da bin ich echt gespannt. Ich freue mich, wenn ich dich da begrüßen darf. Also, mach's gut, ciao.